Hallo, willkommen zu einem neuen Display und zwar zu The Talos Principle. Das ist ein relativ gut texturiertes Spiel und ich habe herausgefunden, dass es ziemlich gut läuft und ich will es nicht davon legen. Und ja, ich fange einfach vorne direkt an und wir spielen das durch. Wahrscheinlich großteils, wenn kein anderes Video kommen kann oder so. Mal schauen, wie es läuft. Gerade im Parameter. Also zumindest genau das System scheint bestanden. Die wie immer den Kinderprozess bereit. Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden und nun wandelst du in meinem Garten. Schön, dass es nicht leer. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du mich würdig erweist. Soll ich mir noch lesen machen? Auf. Nice. Ja gut, okay, machen. Cool, das Lila ist Partikelfeld auf jeden Fall. Nice. Sind jetzt hier ein Kinderprogramm los, die Prüfung. Ja, da sehen wir schon das erste, was in diesem Subjekt-Objekt-Interaktion, okay. Wie man sieht, hier das ist quasi schon ein. Ich hab das angefangen. Eine Waffe, die ich gemacht habe. Komplexe Anwendung. Okay. Aufgabenverwaltung. Kinderraum und gerade Glück erfolgreich. Überall in diesem Land habe ich für dich Prüfungen erschaffen und in jeder habe ich einen Siegel verborgen. Es ist deine Aufgabe, diese Siegel zu suchen. Denn hierdurch wirst du den zukünftigen Generationen dienen und das ewige Leben erlangen. Nice, gut zu wissen. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier was Gruppenes, ja, aber muss ich kurz dazu schauen, kann wahrscheinlich. Kann man doch, hier kann man durch die Steine bekommen. Das ist eine Türe. Ein Stein, das ist auch ein Stein. Da bin ich gerade, nein, da bin ich gerade hergekommen, genau. Und das heißt, so, fangen wir einfach mal mit ihm an. Guckloch. Ich glaube, schon das erste Level mit. Ich muss es so ausrichten. Schon das erste Level direkt nehmen. Und dann. Ja. Und dann wieder zurück. Sehr einfach. Also die Dinger bringen dich um. Ich hab das schon ein bisschen angezeigt. Ich weiß ja auch nicht. Einfach, dass du schon spielst. Du wirst dieses Siegel nicht brauchen, um die Tore meines Tempels zu öffnen. Aber es kann dir in Zukunft zu Diensten sein. Shift links.
Ausschalter. Schön, dass ich rennen kann. Die Formen, die du sammelst, sind mehr als bloße Spielzeuge. Sie sind die Siegel unseres Namens. Jedes einzelne bringt dich der Ewigkeit näher. Oh, ich bin schon direkt in Äste gelaufen. Ich dachte, ich wollte eigentlich so was hin oder so. Oh, seht ihr? Was passiert? Ich glaube, es ist gerade passiert. Die Wächter dieses Landes können dir schaden, aber hege keinen Hass gegen sie, denn sie sind meine Diener und durch ihren Widerstand soll dein Glaube gestärkt werden. Wohlgetan, mein Kind. Es fehlt dir nur ein weiteres Siegel. Ich bin da gerade hergekommen, das habe ich, ja. Genau, das fehlt ein Siegel, so wie es aussieht. Das habe ich. Ah, stimmt. Da ist es. In der Minderheit. Mein Tempel steht dir nun offen, mein Kind. Komme zu mir. Okay. Klar, wir werden schauen, nur noch kurz, ob ich alle sieben habe. Oder sind alle dabei? Da bin ich hergekommen. Da habe ich auch. Ah, die nehmen wir nicht. Nur zwei. Mein Kind, du musst nicht alle Siegel auf einmal sammeln. Du darfst so oft an diesen Ort zurückkehren, wie du es wünschst. Ah, okay, ich kann auch wieder zurückgehen. Okay, mal dann. Zu wissen. Wow. Ich weiß nicht, das geht jetzt mit zwei Jammern, kann man sich das gut machen. Kann ich aber weiter durchgehen. Ich muss wieder einnehmen und dann was so. Ups. Hast du noch einen? Okay, jetzt wieder weiter. Du bist äußerst fleißig. Vielleicht wird dir diese Eigenschaft in der Zukunft von Nutzen sein.
kann sie auch alle wieder mitnehmen, so lustig. Tada! Magisch. Stelle ich natürlich ab. Das ist ja so ein Schutzfeld, da stellt man es immer davor ab. Okay. Ziemlich fleißig, sagt er. Ah, schaut mal. Ich erinnere mich daran. Natürlich erinnere ich mich daran. Aber ich habe schon irgendwie gemacht. Gesagt, wie es geht. Ha. So kommt es. Bis dann. So? Ha. Nice. Was mit Klicken kann ich es nehmen und dann mit dem rechten Klick kann ich es drehen. Check that. Ich habe keine Daten. Fehler, kein Netzwerk. Lade. Das ist dann. Eigentlich. Hi, ASDF. Was soll das? Hello World? Hier. List zeigt es. Open Teilnehmer zeigt die Inhalte in der Datei an. Help zeigt List an dieser diese Liste an. Humina lädt den Millionen lieber als zum Platz. Exit schließt die Sitzung. Okay. Ich weiß nicht, ob sie noch gleich fertig wieder schon letztes Mal gesehen schon. Ich verstehe nicht richtig. Wegstören. Wenn ich das nehme, dann kann ich das machen. Ich kann den wieder nehmen. Tada! Nice! Und damit haben wir den auch. Tritt ins Licht, mein Kind, und mein Tempel wird dir offenbart werden. 1-0-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 1-0
Diese Welten sind dein und du darfst dich frei in ihnen bewegen und sie deinem Willen unterwerfen. Doch der große Turm, dieser sei dir verwehrt. Denn an dem Tag, an dem du ihn betrittst, wirst du gewiss sterben. Nein. Ich werde gewiss sterben. Sterben, ich bin vorne. Ich bin nervig. Als ich ein kleines Mädchen war, hat uns eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass wir eine Zeitkapsel basteln sollten. Wir sollten Briefe an die Zukunft schreiben, sodass wir uns eines Tages daran erinnern würden, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein. Ich dachte, das sei eine dumme Idee, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber heute bedauere ich das sehr. Also denke ich, dass ich jetzt eine Zeitkapsel machen werde. Sie wird im Archiv vergraben sein, anstatt unter einem Baum. Ich weiß nicht mal, ob sie jemand finden wird, aber irgendwie scheint es wichtig zu sein, weiterzureden, weiterzudenken, solange ich noch kann. Okay. Aufnahme Nummer 32. Was? Was? Deine Bestimmung ist. Aber deine Entscheidungen müssen deine eigenen sein. Deshalb werde ich dich nicht führen, außer wenn es nötig ist. Ich habe auch nicht ganz so gecheckt.
sich halt ein bisschen anschauen, also ein bisschen texturiert und so. Also, Saal der Fenster. Also wenn ihr das seht, dann bis zur nächsten Folge. Ja, ciao.